So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Dommer dabei. Good dog. Und wir gucken uns heute an Four Color Miracles gegen Goblins. Jo. Sticker Goblins. Die werden ja gerade schon ausgebreitet. Yes, Sticker Goblins werden ausgebreitet. Das heißt, man pickt aus 10 Stickern 3 Stück raus. Und diese 3 geben an, welche Mana der Sticker Goblin geben kann. Mhm. Auf jeden Fall ein Sechser dabei. 5er, 6er und 4er. Das ist schon mal nicht schlecht. Ansonsten, ja. Goblins, ne? Goblins, das neue Goblins halt. Mit Stompy, eher so Stompy-Style. Also noch mehr Bulimie-Deck. Ja. Und Four Color Miracles hier wirklich. Richtig eine Miracles-Liste. Nicht eine Beanstalks-Liste, sondern wirklich ja. Miracles-Style. Auch sehr, sehr spannend tatsächlich. Weiß gar nicht, ob ich das so gut finde. Weiß ich nicht. Ich vermisse den Beanstalks da drin, wenn ich ehrlich bin. Ja, also wenn ich Four-Color spiele, dann schon. Oh, fünf ist hässlich. Ja. Weil du brauchst als Miracle. Also ich würde da eher Jeskai präferieren, weil du dann halt besseren Removal nimmst. Du hast ja kein Uro. Uro ist halt wirklich gut, gerade im Mirror. Naja. Ja, aber ich meine jetzt gegen das Deck. Finde ich Jeskai halt solider, weil der schönere Removal drin ist. Ja, das stimmt. Und wenn man grün spielt, dann sollte halt Beanstalks dabei sein. Ja, allein schon wegen Karte. Oh. Mhm. Die Karte ist halt dumm. So, wer fängt an? Ah! Ja. Ponda. Interessant, weil ich habe Brainstorm auf der Hand gesehen. Ja gut, Brainstorm ist ja in der ersten Runde einfach scheiße. Ja. Und gerade in dem Deck, wo du ja den Miracle oben draufsetzen willst, schadest du ja mit Ponda. Aber wenn er jetzt halt irgendwie ein Miracle-Spell findet, auch so ein Early Terminus oder so, kann er halt auch noch dazu führen, dass man es machen kann. Ja, stimmt. Aber da wird geschaffelt. Gehen wir davon aus, da wird ein Land gesucht. Ja, wahrscheinlich. Oh. Ich meine, 5 Handkarten, ein Land, 2 Cantrips, ist glaube ich schon so das, was man macht. Das Safe and Keep, ja. So. Dann gedrawt, da ist ein Ancient Tomb. Das ist halt schon so ein Start, wo du dir denkst. Affe, Manamorphose? Nee. Sticker Goblin. Sticker Goblin. Ja, da muss man aber noch Land tappen. Genau, muss man jetzt schauen, wer. Ja, das Land wird noch getappt. Da muss man jetzt schauen, welcher Sticker es ist. Man muss den Sticker erst beim ETB reintun. Mhm. Muss man den eigentlich da draufkleben normalerweise? Competitive-Regeln sind da nicht so genau, weil es für Sticker keine Competitive-Regeln gibt. Stimmt. Also keine guten. Tatsächlich gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel diese gelben, wie heißen die, die man so in Hefter klebt? Post-its. Post-its nehmen, in so schmale, und die tatsächlich da irgendwie draufsetzen und die dann davon abziehen oder so. Das geht auch. Ja, stimmt. Dann kannst du halt damit negieren, welchen Sticker du schon benutzt hast. Genau, du musst nur angeben, dass du Sticker schon benutzt hast. Und es gibt auch Leute, die nutzen einfach so einen weißen Zettel, wo sie den rausziehen sozusagen. Wo einfach zum Beispiel auch die Zahl draufsteht. Ja. Weil oftmals ist es ja so, wenn ich jetzt da hingehe und sage, keine Ahnung, da steht Phyrexian, wie viele Pronouns hat Phyrexian? YAI, also 3. Und das muss man halt erstmal hinkriegen, deshalb ist es da schon besser, manchmal einfach so Zettel drin zu haben. Da war ein ziemlich grandioser Ringleader. Ringleader, ja. Das ist halt auch so ein Turn-1-Board, was halt. Jo. Banane ist. Vor allem das Krasse ist ja, der Sticker-Goblin ist ja noch 2-2, wo? Das ist ja das, was ich erst spät mitgekriegt habe, weil ich immer dachte, der wäre halt 1-1 und damit halt irgendwie so ein bisschen Matrone. Aber der ist tatsächlich richtig gut. Da kommt ein 13 runter. Da liegen halt jetzt auch schon. Da kann man jetzt nicht mehr den 6er nehmen, da muss man jetzt den 5er nehmen. Boah. Auf jeden Fall ein Rebel Mass of Time. Das ist der Goblin, der eine gibt. Und für den Rest kannst du den. Ich habe einen Rebel Master gesehen. Kanonier. Kanonier macht 2-6 Damage. Rebel Master macht 6-7 Damage. Rebel Master macht mehr Damage. Das sind 23 Damage. Yay. Dann setzt du die Trigger auch noch so, dass der Rebel Master stärker wird. Genau, dass der erst einer reinkommt, dann kriegt der plus 1, nimmst du auf 23 Damage.
Wow, jetzt Terminus. Brainstorm in Terminus. Ja, Brainstorm in Terminus wäre halt super. Nee, ist nicht 23, sind genau 18. Sind genau 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, nee, 22. Gott sei Dank, das sieht so viel aus. Ja, ist auf jeden Fall eine Menge Holz. Da kommt viel geflogen. Gut, man kann jetzt natürlich einfach den Brainstorm fliegen. Ja, mit der Hoffnung, Terminus ist oben drauf. Ja. Da Miracle ja eine aktivierte Fähigkeit ist? Triggered Ability. Ja. Ja. Geht das ja. Da wurde einmal abgehoben und dann geht's in den Brainstorm. Nope. Gut. Sideboard. Goblins kann andere Sachen reinnehmen. Bevor wir zum Sideboard kommen, einmal vielen Dank an meine Patrons. Ich habe mittlerweile auch das Talia Plus Tier eingeführt. Das ist mittlerweile voll. Ich wollte gerade sagen, ist aber schon gut gefüllt. Das ist schon komplett voll. Und das normale Talia Level hat aktuell tatsächlich ein bisschen noch Slots. Also wenn ihr da Interesse habt, mich zu unterstützen bei dem Ganzen hier, dann könnt ihr da mal reingucken. Sideboarding, ach übrigens, man muss jede Stickerrunde ja neu machen, ne? Werbung Ende. Ja, Werbung Ende. Ja, Sideboarding könnte auf jeden Fall von Goblins sowas wie Blood Moon reinkommen. Ja, Blood Moon. Elemental Blast. Blast. Du willst aber, glaube ich, keine Chalice boarden, oder? Kann Chalice auf 1 reinnehmen. Ja, kannst du schon, stimmt, aber dann sind halt die Blasts irgendwie. Moah. Ja. Ja. Das ist. Jayskar hingegen wird Fullblown Removal boarden. Und hoffentlich Counter rausnehmen, vielleicht. Ja. Also nicht Jessica, Vorcaller. Ja, ja, das Miracle halt. Sollte auf jeden Fall die Force raus rausnehmen. Auf der anderen Seite, ja, wenn dann Chalice auf 1 liegt, wird's problematisch, habe ich das Gefühl. Ist halt alles nicht so geil, ne? Kevin, ist schon mal gut. Macht Spaß und ist fair. Ja, da kommt der. Oh. Da gibt's Move. Da wird gefetcht. Okay. Spellpierce. Man könnte jetzt brainstormen oder man könnte eben jetzt schauen, was man macht. Ich glaube nicht, dass man den Chromox hier fighten möchte. Nee. Auf der anderen Seite ist das jetzt halt eine Interruption, die du spielen kannst. Ist das Lavinier? War das nicht Lavinier? Das sah so aus, ja. Krass. Pff, die interessiert aber nicht durch die Kevin. Spells auf 0 werden gecountert. Ah, ja, stimmt. Sondern wenn du keinen Mana dafür bezahlt hast. Ja, ja. Und man kann nur Spells casten, wenn man genug Mana hat, was gar nicht mal so kacke ist. Genug Länder. Ja. Okay. Okay. Kanonier Go ist irgendwie nicht so das, was ich jetzt erwartet hätte. Jetzt ein Ending auf den. Oh ja, Ending wäre gut. Ending wäre ziemlich gut, aber ich glaube, man hat hier noch einen Dress down. Auf 4. Oh, da kommt ein Ringleader. Ringleader. Lama Ringling Dong. Okay, der kommt ohne Effekt rein. Was den gut macht, weil kein Haste und keine extra Goblins. Ja, das ist halt der Punkt. Keine Goblins und kein Haste ist schon. Ich bin aktuell nicht so der größte Fan von Dressdown in der Meta. Glaube tatsächlich, dass sie gerade gegen Goblins gar nicht mal verkehrt ist. Ja, Problem ist, du brauchst sie dann quasi jede Runde. Ja, du brauchst sie halt eigentlich immer. Das ist halt der Scheiß. Aber kann man gegen Goblins nicht auch, wie damals gegen Mono White Initiative, jetzt einfach hingehen und Top-Orb spielen? Ja. Müsste eigentlich ziemlich gut funktionieren. Ja, eigentlich schon. Okay, das sind aber halt nur ETBs, ne? Du hast ja sehr viele Trigger mit Combat. Das geht, aber halt das Refillen, das, was halt so ein Kontrolldeck stört. Ja, und Muxus zum Beispiel. Genau, ja, Muxus wird abgeschaltet. Also es wird viel abgeschaltet. Mhm. Da haben wir für 4 Mana, da sehe ich noch einen Ringleader. Ringelinge Ding da. Noch ein Dressdown? Nee, kommt nicht. Aber ich habe einen Force-Will gesehen. Oh, der war so semi-gut. War so ein durchschnittlicher Ringleader. Naja, ist halt ein Muxus. Muxus ist nie durchschnittlich.
Ja, ich meine es von der Anzahl her. Ja. Da kommen vier. Boah. Ja, da wird nochmal gezeigt, was der kann. Und er kann eine Menge. Der kann leider wirklich eine Menge. Der holt halt viele Goblins raus. Man hat keine Leckies, ne? Das heißt, man muss den fair casten. Ja. Man muss den fair and square casten. Das fair and square, so fair and square, wie man den Turn 1 mit dem richtigen Sticker und dem Sticker-Goblin rauscheaten kann. Ja, ja. Ich bin mich jetzt gerade am überlegen, weil dann haben die Counter sogar noch Text, weil wenn du was über den Sticker-Goblin castest, ist es ja counterbar. Es ist nicht Carbon of Souls, die Karte ist unkonterbar. So, was passiert da? Wird er überlegt, ob man... Ich glaube, er wird ein Swords überlegt. Ja. Geht ein Swords raus. Ach so, für den Angriff, ja. Weiß ich nicht, ob ich da nicht tatsächlich einfach den Muxus geswordet hätte. Die macht viel. Sand Gatherine, gute Karte. Oh, kein Landdrop. Go. Das, bitte. Das kann jetzt halt wehtun. Ja, absolut. Das ist doch einfach nur noch Soulland Muxus, ne? Ja. Chromox wird geforsert mit Schlavinia. Spannend. Da ist ein normales Land. Hier ist nicht mal Soulland. Ist Chromox oben noch drin. Ein Soulland ist ja dabei. Genau. Man hat 3 Leben bezahlt für das nicht ganz so sichtbare Lightning Bolt Land. Dann kommt ein Goblin, 2 Goblin, 3 Goblin, 4 Goblin. Das Starke ist halt jetzt, dass halt der Sticker-Goblin jetzt ins Spiel kommt. Ja, und man kann den Scheiß von der Hand noch casten. Ja, die Runde ist vorbei. Vor allem, man zieht ja jetzt auch noch Karten. Ja. Vielleicht. Ja, also Ringleader ist ja manchmal so ein Matrone. Yay oder nee. Ja. Du hast nur noch 4 Handkarten, dann kannst du aber... Das glaube ich... Da ist ein Rebel Master. So ein Ding-Dude bei. Nice. Uff, Maul. Ja. Ah, jetzt wird noch reagiert, wenn man in Combat gehen möchte. Swords vorgezeichnet. Genau, hier wird nochmal kurz erklärt, der neue Bowstar, der tatsächlich, wenn er angreift, das machen kann. Das heißt, Beginning of Combat oder halt noch in der Mainstat. Hier wurde gesagt, bevor du in Combat gehst, Blue Blast, ich den Goblin und dann wird Red Blast auf den Blue Blast gemacht. Beide aus dem Spellbook. Ja. Shandra gegen Jace. Ja, und dann ist halt Schlingelinge Ding Dong. Und dann wird wahrscheinlich der Sticker Goblin auf die Sand Catherine fallen. Ja. Nachdem er Trigger hat. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Damage vom Rebel Master, 11 Damage von Muxus, sind schon mal 20. 10 vom Rebel Master. Der sieht ja den, der geschossen wird noch. Ja, stimmt. Also, ja. Das ist, warum? Ja, das ist Goblins. Mhm. Das ist Goblins, wie es funktioniert. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.